Maria Rast am Stein. Viele Jahre lang schon besteigen tausende Wallfahrer den Hang des Martinsberg über Hohnfurt. Sie überwinden hier rund 200 Höhenmeter auf dem 2 Kilometer langen Weg, um schließlich an den Maria Rast am Stein genannten Ort zu gelangen. Auf Tschechisch heißt dieser Odbocinudí Pani Marie na Kamini. Dort befindet sich die Wallfahrtskapelle unserer lieben Frau vom Schnee, eine Bildergalerie und die Kapelle des Heiligen Grabes. Das Gebiet wird von der Pfarrei Hohenfurt verwaltet und ist Tschechiens südlichster Wallfahrtsort. Poslední dobou jsou ty hlavní pouti kolem toho 10. června vždycky. To jsou takové pouti, kdy se sjíždějí i poutníci z celých Čech vlastně, ale chodí i místní lidi. No a potom jsou menší pouti během roku v podstatě jenom pro místní lidi. Im Jahr 1898 wurde aus dem Weg nach Maria Rast ein Kreuzweg mit 14 Haltestellen. Der Kreuzweg führt von der Pfarrkirche in der Stadt bis zum Gottesgrab auf einem Felsen unter den Kapellen. Alle Haltestellen sind Steinkapellen, die mit Gussbildern geschmückt sind. Während des Kreuzweges, der eigentlich eine Prozession ist, wird gebetet. Am Ende des Kreuzweges bei Maria Rast findet dann die heilige Messe statt. A jednou v lásce měli účast na svém království, které trvá na věky věků. A ta křížová cesta, to je vlastně procesí, modlíme se při tom křížovou cestu. Nahoře na Maria Rastu potom je mše svatá, protože se scházejí i poutníci třeba z Rakouska, tak je to vlastně univerzálním jazykem, to znamená latinou, že si všichni lidi tam rozumějí. A po ní je vlastně taková mariánská modlitba před sochou Panny Marie. No a potom je takový posezení s přáteli. Dneska tam budeme grillovat klobásy. Die Wallfahrer von heute müssen sich ihre Verpflegung selbst mitbringen. Das war aber nicht immer so. In der Vergangenheit lag das Gasthaus Alex Peklers auf dem Weg. Dort wurde Pfarreibier in Massen gezapft, nachdem an den Wallfahrten hunderte Leute teilnahmen. Heute erinnern daran lediglich die Mauern unter der Kapelle Gottes Grab. Maria Rast am Stein fordert direkt zu Andacht und Gedenken auf. Jsem vzpomínal, jak jsme kdysi s farářem jako kluci opravovali tadyhle tu střechu. Jo. Jak jsme sem tahli do toho kopce obrovského kýble s maltou na káře. Teď jsem si říkal, jak jsme to mohli vůbec dokázat. Jo. Die Legende um die Schaffung des Wallfahrtsortes besagt, dass im Jahr 1844 an dem Ort, wo sich einst Maria mit dem Jesuskind ausgeruht hat, ein Marienbild, Maria im Schnee, auf einem Stein aufgehängt wurde. Im Jahr 1887 bauten Hirten über dem Stein und dem Bild eine professorische Kapelle. Bei einem Besuch dieser professorischen Kapelle durch den Abt des Klosters Hohenfurt entschied dieser, hier eine Wallfahrtskapelle zu errichten. Ein Jahr darauf war die Kapelle im neoromanischen Stil erbaut und wurde geweiht. 1890 wurde neben der Kapelle eine größere Kapelle südlich der ehemaligen Kirche errichtet. In dieser befindet sich eine Statue unserer lieben Frau vom Schnee in Lebensgröße. Die alte Galerie wird als Bildergalerie genutzt. Im Jahr 2017 wurde das Dach der Kapelle repariert und das umliegende Gebiet von Gehölz für einen ungehinderten Ausblick befreit. Velmi dobře se o to stará jak farnost, pan farář, tak i město financovalo vlastně opravení všech těch kapliček, takže teď je to moc krásný výhledy po cestě jsou, po křížové cestě a nahoře jsou také vlastně krásné úpravy, kde jsou výhledy do krajiny. Opravdu je to kouzelné místo, ale myslím si, že to místo je krásné právě proto, že to generace lidí před námi promodlili. Der Wallfahrtsort Maria Rast am Stein ist einer der Orte Hohenfurt, die Sie nicht verpassen dürfen.